Ja, hallo meine lieben YouTube-Freunde. Hier mal ganz kurz das Video. Den Fehler, den ich immer wieder sehe im Funnel-Building, im B2B-Vertriebsprozess, dass Leute Calendly verwenden, was mittlerweile sich mehr oder weniger durchgesetzt hat, auch im deutschsprachigen Raum, als das Tool schlechthin für die Automatisierung von Terminbuchungen. Ja, das ist ja absolut genial, das Tool. Und glaub mir, es gibt noch eine ganze Menge Leute da draußen, die immer noch ihr Anmeldeformular da irgendwo haben und dann das per E-Mail geschickt bekommen und nicht Calendly oder ähnliches Tool verwenden. Du kannst natürlich auch andere Tools verwenden wie Calendly. Du kannst natürlich auch Pipedrive, interne Kalenderbuchungstools verwenden. Ja, habt ihr auch sowas ähnliches? Ich würde also entweder Calendly heißt es ja, oder das Pipedrive interne Buchungstool verwenden, ja, entweder erste, zweite Wahl. Und was ich aber hier mal wieder sehe, selbst bei diejenigen, die Calendly scheint sich sehr weit verbreitet durchgesetzt zu haben, also wirklich so ziemlich jeder nutzt aktuell Calendly, also von denjenigen, die ein Kalenderbuchungstool nutzen, es gibt natürlich noch eine ganze Menge Leute, die noch keins nutzen, aber diejenigen, von denjenigen, die es nutzen, die nutzen dann Calendly, sehr stark verbreitet, ganz besonders in Deutschland. Und da sehe ich aber folgenden Fehler. Und zwar, grundsätzlich ist es ja so, dass du mit Calendly mittlerweile auch einige Integrationsmöglichkeiten hast. Du hast natürlich auch Integrationsmöglichkeiten in dann wiederum andere CRM-Tools und dergleichen, wie zum Beispiel Pipedrive, also Integration, dann sozusagen in ein CRM wie zum Beispiel Pipedrive wiederum. Und diese Schnittstelle, also sozusagen dieser nächste Schritt, den sehe ich häufig, dass der eben nicht vorhanden ist. Das heißt, man ist also soweit schon, dass man ein Calendly-Tool in seine Webseite, also man hat hier die Webseite, ja, also das ist sozusagen hier deine Webseite, oben sind vielleicht ein bisschen Navigation und hier dann letztendlich ist dein Buchungs-Landing-Page und hier hast du dann so deine Auswahlmöglichkeiten, dass dein Kunde oder potenzieller Kunde hier bei dir sich einen Termin eintragen kann, automatisiert. Dieser Calendly ist dann natürlich auch verknüpft mit deinem Outlook oder mit deinem Google-Kalender. Ganz wichtig. Auch das machen viele nicht. Na, dass nicht da Überlappungen stattfinden, ganz, ganz wichtig. Du kannst hier sogar, je nachdem, welche Version du von Calendly nutzt, Teams-Kalender abgleichen. Du kannst hier zum Beispiel, Vertriebler 1, Vertriebler 2, Vertriebler 3 und dann die ganzen Kalender von denen jeweils, ja, mit Calendly dann hier abgleichen. Und das wird noch häufig gemacht, es ist schon ein bisschen fortgeschrittener, wird häufig vergessen aber auch. Aber dann wird Folgendes nicht gemacht. Also dann, mal angenommen, es kommt jetzt jemand hier rein und bucht sich hier einen Termin. Ja? Dann, was passiert als nächstes? Erstens mal kommt eine Dankesseite, das ist auch was, wo viele nicht machen. Also eine individualisierte Dankesseite, das heißt, was kommt denn als nächstes? Na, also wenn jetzt jemand, was sieht er denn auf seinem Bildschirm, nachdem er bei dir einen Termin gebucht hat? Also individuelle Dankesseite ist das Nächste. Ganz wichtig hier, weil hier kannst du theoretisch natürlich Customizing betreiben. Du kannst hier sozusagen auch ein Upsell oder auch ein Cross-Sell machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel in einem High-Price, also im Hochpreissegment von B2B, wäre das jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwas zum Kaufen, sondern eventuell was zum Downloaden. Das heißt, du hast hier eine Danke-Seite, die gleichzeitig eine Download-Seite ist. Das heißt, jemand, der jetzt sich das Commitment schon eingegangen ist, der kann sich hierzu jetzt noch eine gewisse Checkliste runterladen. Das heißt, du hast ja hier, bevor jemand überhaupt sich einen Kalender eintragen kann, hast du bis zu 10, bei Calendly, bis zu 10 Fragen, die du stellen kannst. Ja? In vielen Fällen reicht es aber nicht aus. Ja, also wenn du jetzt komplexe Produkte und Dienstleistungen verkaufst, willst du vielleicht noch mehr Informationen haben. Aber auf der anderen Seite ist auch ein gewisses Limit, weil du willst ja jetzt die Leute nicht zu sehr davon abhalten, dass sie bei dir das Commitment eingehen und einen Termin buchen. Desto mehr Fragen du stellst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie davor wieder zurückschrecken, bei dir den Termin zu buchen. Das heißt, hier willst du schon wirklich, also auch selbst wenn es möglich wäre, nicht wesentlich mehr wie 10 Fragen stellen,
um halt hier sozusagen die Eintragungsrate möglichst hoch zu halten. Nachdem er sich aber bereits eingetragen hat bei dir im Termin, hast du ja bereits das Commitment, dass er sich bei dir im Termin gebucht hat, online über Calendly. Und dann kannst du hier eben bei Calendly einstellen, wenn du das Professional-Version hast, was nur irgendwie $30 kostet im Monat, dass sie auf einer Dankesseite landen und dort kannst du dann noch weitere Fragen abfragen, beziehungsweise eine Checkliste zum Download. Du kannst dort wiederum weiteres Tool, Form-Tool integrieren, weil du bist jetzt hier auf deiner individuellen Landeseite. Ne? Es wird weitergeleitet auf deine Webseite wiederum vom Calendly-Tool zu deiner Landeseite. Ganz, ganz wichtig auch fürs Tracking. Fürs Tracking, dass ich das nicht vergesse, habe ich auch schon ein Video darüber gemacht. Das heißt hier, nur wenn du das machst, nur wenn du die Professional-Version von Calendly hast und kannst eine individuelle Landeseite als Landingpage, als Dankeseite angeben, nur dann hast du auch die Möglichkeit, hier wiederum ein Pixel einzutragen, sodass der Google Tag Manager die Conversion trackt. Ansonsten kannst du das nicht machen. Also ganz, ganz, ganz wichtig, auch dafür. Und für ein weiteres Ding ist hier ganz wichtig. Und wenn jetzt jemand sogar all das gemacht hat, und das machen relativ viele noch, oder zumindest das meiste von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, vergessen sie immer noch eine weitere Sache. Und die kommt jetzt. Und das ist zwar, okay, was passiert denn in Sachen E-Mail? Was passiert denn in Sachen E-Mail, nachdem sich jemand das Commitment gemacht hat, hier eingetragen hat, den Termin besorgt hat, Termin gebucht hat? Dann kommt eine automatisierte, es wird nicht nur auf die Dankeseite weitergeleitet, sondern es geht auch eine automatisierte Dankes-E-Mail. Okay? Dankeschön. Und das vergessen auch manche. Und jetzt kommt noch ein Ding. Und das ist was, wo die allermeisten vergessen. Und das jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema hier oben, Integration. Und das, was jetzt hat, letztendlich hier die Person, die 10 Fragen, die hier beantwortet worden sind, in Calendly, du bist ja quasi jetzt, musst du das so vorstellen, du hast hier, jemand kommt auf deine Landesseite, auf deine Webseite, ne? Du hast jetzt hier zum Beispiel WordPress, Elementor oder OnePage oder irgendwas anderes, völlig egal was, ClickFunnels, was weiß ich. Und hier innerhalb davon eingebettet ist dieses Calendly, mal angenommen. Und in dem Moment, wo jemand auf dem Calendly ist, ist er nicht mehr auf deiner Seite, sprichwörtlich genommen. Also das ist auch das Tracking. Das Tracking wäre da auch ein Problem, weil du kannst auf Calendly selber, ist ein Fremdsystem, war irgendwo anders gehostet, hast du keine Gewalt drüber, kannst nicht tracken. Und deswegen das mit der Landesseite, dann kommst du wieder zurück, sozusagen wieder auf die Landesseite, auf die Danke-Seite in dem Fall. Danke-Landesseite sozusagen. Und jetzt ist natürlich die Information, die jemand hier in Calendly eingetragen hat, jetzt kommt das Integrationsthema, willst du natürlich, du willst diese sämtlichen Informationen, die kriegst du in der Regel per E-Mail geschickt, ja, die willst du aber automatisiert hier in deinem Pipedrive dann haben. Und das ist das, was die allermeisten nicht machen und vergessen, weil sie eben an alles andere schon gedacht haben und dann eben manchmal auch ein bisschen viel ist, deswegen bin ja ich da. Hier im Pipedrive willst du jetzt automatisiert für jede einzelne dieser Fragen, die jemand bei dir, wenn er einen Termin bucht, ausfüllt, willst du hier im Pipedrive automatisiert diese Felder schon mal vordefinieren. Das sind dann die sogenannten benutzerdefinierten Felder. Und da rein soll die Information, sodass du dann irgendwann hinterher auswerten kannst, kannst Auswertungen machen, du kannst die Daten ziehen, du kannst Grafiken, Dashboards draus bauen und so weiter. Mal angenommen, du hast jetzt irgendwie 100 oder 1000 Terminbuchungen im Jahr gesammelt, dann kannst du genau sehen, okay, so und so viel haben ein Business bis zu 10 Leuten, so und so viel haben ein Budget bis zu 60.000 Euro, so und so viel, so und so viel, so und so viel. Okay, und diese Informationen, die willst du, ohne dass du irgendwie manuell was rum eintragen musst, willst du die automatisiert, direkt integriert in dein CRM, in dem Fall in der Regel Pipedrive. Ja, wir nutzen Pipedrive sehr, sehr stark, zu 99% aktuell und die meisten unserer Kunden auch, weil sie sehen, das ist einfach eines der geilsten Tools. Okay,
Ich hoffe, dazu sind keine Fragen mehr. Ansonsten einfach in die Kommentare die Frage nochmal stellen, bitte, wenn da noch Fragen offen sind zu dem Thema. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr hier in der Umsetzung relativ viel Erfolg habt. Ja, ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel. Ich werde auch nochmal einen Screencast vielleicht machen, aber aktuell bin ich ein bisschen beschäftigt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein, und gib uns einen Daumen hoch. Ciao.